Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 26. Oktober. Denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christus Jesus, hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Römer 8, Vers 2. Wir kennen Gesetze, die das Parlament beschließt, und wir kennen Naturgesetze. Was aber ist gemeint mit dem Gesetz der Sünde und des Todes? Wir können uns es klar machen an einem Naturgesetz. Wenn ich meinen Füllfederhalter loslasse, dann fällt er zu Boden. Hier gilt das Gesetz der Schwerkraft. Und das gilt ebenso hier bei uns wie in New York oder in Hongkong. So sind wir Menschen immer, überall und zu allen Zeiten dem Gesetz der Sünde unterworfen. Wie oft haben wir uns vorgenommen, wir wollen nicht mehr lügen. Aber wir logen doch. Da entdeckten wir das Gesetz der Sünde, das uns regiert. Und wie wehren wir uns gegen den Tod? Die Ärzte sind überlaufen, wir schlucken Pillen gegen alles und jedes, aber wir gehen jeden Tag mehr dem Tod entgegen. Wir sind dem Gesetz des Todes unterworfen. Gegen das Gesetz der Sünde und des Todes helfen weder Entschlüsse noch Pillen. Und doch, Gott will und soll geholfen sein. Wenn ich meinen Füllfederhalter fallen lasse, fällt er, aber wenn ich die Hand darunter halte, wird der Fall aufgehoben. Eine andere Kraft, ein anderes Gesetz wirkt gegen das Gesetz der Schwerkraft. So hat Gott seinen Sohn, den Herrn Jesus, gegeben. In ihm bekommen wir den Heiligen Geist. Nun wirkt zwar das Gesetz der Sünde und des Todes weiter, aber ein mächtigeres Gesetz, das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christus Jesus, wirkt dagegen. Nun bin ich von dem Sünde- und Todesgesetz freigemacht in Jesus. Herr, wir danken dir für deine unaussprechliche Gabe. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich.